Schlaf weiter, Liebling. Aber die Kleine schreit. Hm. Ich finde, das klingt komisch. Ich geh mal lieber. Marie, komm, bleib hier. Wenn da was ist. Dann ist Heike da. Heike ist die Mutter. Komm, bleib liegen. Wir brauchen den Schlaf. Wir haben noch viel vor. Siehst du? Na, Rumpel? Na, Smolkowski? Wie haben deine Jungs gespielt? Verloren, leider. Ist ja auch dein Verein. Können ja nur Luschen sein. Siehst du, das reimt sich sogar. Ich hab gehört, dein letztes Stündlein bei uns hat geschlagen. Du, nach 40 Jahren Berufstätigkeit und davon mehrere Jahre lang jeden Morgen dich vergammelte Gestalt sehen, da sehnt man sich nach Ruhestand hin. Wir freuen uns auch. Alle. War ja nur eine Idee. Ich hab das schon vor langem mal der Katja und ihr Mädels da versprochen. Ich und Kochkurs. Wir werden hier langsam in diesem Kasten alle sowas von uncool, ey. Hast du das schon mit Rumpelmeier abgeklärt? Ich meine, das wird doch durch. Die Mädels und wir alle in der Küche. Ein Zwiebelschneiden. Das ist echt bescheuerte Idee. Der Rumpelmeier geht doch. Und dann bist du sein Nachfolger. Bis jetzt. Wenn nicht, ja, wenn die mir wieder so einen Arsch vor die Nase setzen, dann hau ich in den Sack. Richtig. Das ist sowieso so ein Vogel. Gestern, als du deinen freien Tag hattest, Uwe, hat zwei Filets reklamiert. Hatte eine halbe Stunde gewartet, die Gäste eh schon stinksauer. Schmeißt du mit dem Messer nach mir? Quatsch. Hey, der soll doch mal in dem anderen Hotel, dem alten Hanson, einem Küchenjungen mit einem Filetiermesser. Tschak, tschak! Tot. Cool. Das glaube ich nicht. Das ist er so doch im Knast. Habe ich aber gehört. Das ist aber eine echte Sau, das war meine. Hey, 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 der hat doch seine guten Seiten, klar? Also wenn ich den schon sehe. Blindfisch. Mein Name ist Rumpel. Morgen. Morgen. Tag. Ab in die Küche, was mit dir zu besprechen. Zack, zack. Althusen, du bist ein guter Mann. Du bist mir nur manchmal etwas zu genialisch. Genialisch? Küchenchef, das ist was anderes, als mal ein paar Kräuter über eine Risotto Milanese rieseln zu lassen. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen, das weiß ich selbst. Schließlich habe ich Sie mal vertreten. Tja, jetzt kommen wir auf den Punkt. Auf den Punkt. Ich will, dass du es von mir erfährst. Und nicht von diesem Sesselpuppe Biegemann, dieser intriganten Socke. Also, mein Schwiegersohn wohnt in München und kommt mit meiner Tochter nach hier zurück. Er hat sich auch schon beworben. Ist die Brühe heiß. Ah ja, und ich musste, das ist ja wohl klar, eine Empfehlung gegenüber der Personalabteilung aussprechen. Mein Schwiegersohn hat auch schon in Frankreich gearbeitet. Aber ich rechne nie mit was, was du nicht trockene Türen hast, mein Junge. Das lehrt sich das Leben. Schäfer hat es mir versprochen. Schäfer hat dir gar nichts versprochen. Schäfer hat gesagt, wenn es ein neues Restaurant gibt, dann wirst du Küchenchef. Gibt's aber nicht. Das glaube ich nicht. Na, du hast aber das Bistro. Das Bistro. Tut mir leid. Tut mir leid. Verdammt nochmal, wo bleibt die ganze stinkende Bagage? Sie haben ein Ziel vor Augen, für das es sich lohnt, seelische und körperliche Kraft aufzubieten. Machen Sie sich auf eine Überraschung gefasst. Vorsicht bei Geldausgaben. Naja, was man nicht hat, kann man nicht ausgeben, ne? Nö. Aber sonst wäre allein ist dein Horoskop doch wunderbar. Na, ich weiß nicht. Überraschung kann ja auch negativ sein.
Ach, weißt du, ich glaube, wir alle hier sind ab jetzt nur noch von der Sonne bestrahlt. Und du hast mir mal einen Vortrag darüber gehalten, dass du nichts von Astrologie hältst. Und? Was interessiert mich mein dummes Gequatsche von gestern? Guck doch mal. Wir beide, hier oben. Ich meine, das haben wir uns doch immer gewünscht. Naja, und dann privat bei mir, das ist Alexander. Besser kann's gar nicht sein. Da kommt er jetzt extra. Schön. Oh Mensch. Vera, sei froh, dass die Sache mit Stefan vorbei ist. Es wäre auf die Dauer nichts gewesen. So eine Trostliebe. Trostliebe? Naja, wenn eine Beziehung kaputt ist, so wie bei dir und Albert damals, nicht? Dann tröstet man sich erstmal mit jemandem. Mit jemandem, der da ist. Und Stefan war halt da für dich. Aber Vera, du brauchst was ganz anderes. Und derjenige wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Pass mal auf. Dein Wort in Gottes Ohr. Also weißt du, ich habe mir das hier oben auch viel hektischer vorgestellt. Kein Schwein da. Na, so locker müssten wir mal unsere Arbeit sehen. Chefs sind nämlich auch nicht immer Vorbild. Na, der Chef hat doch irgendeinen Termin. Ja, aber sonst sagt er doch immer, wo er ist. Wer weiß, was da wieder im Busche ist. Geht mir nichts an. Aber die Frohwein? Morgen. Guten Morgen, Frau Frohwein. Morgen. Tolle Klamotte wieder. Ronaldo Schäfer, geboren am 19. Oktober 1951. Sie sehen aber jünger aus, Herr Schäfer. Mehr Daten brauchen Sie dann nicht von uns? Unsere Namen, die Anschrift, Personalausweis, wollen Sie nicht sehen? Nein, wir als Kirche, wir geben ja nur unseren Segen dazu, sage ich mal. Das hat ja keinen Rechtscharakter. Aber gut, dass Sie sich so früh angemeldet haben bei der Frau Schmitz. Wir sind nämlich, wie würden Sie sagen, überbucht? Ist eine besonders schöne Kirche. Ja, viele U-Boot-Christen tauchen unter und nur ganz ab und zu mal wieder auf. Am liebsten zu Weihnachten. Naja, Hauptsache, die tauchen überhaupt wieder auf, nicht? So, das war's dann wohl. Ja, einmal kirchliche Trauung am nächsten Freitag, wenn Sie sich bis dahin noch einig sind. Wir haben ja lange genug gewartet. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich leiten und deine Rechte mich halten. Psalm 139. Den kriegen Sie dann noch in ganzer schöner Länge zu hören. Verzeihen Sie die direkte Frage, aber ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit kirchlichen Trauungen. Was erwarten Sie von uns? Ich meine als Spende. Verzeihen Sie die direkte Antwort, aber so viel wie möglich. Sie wissen ja, es gibt auf der Erde ziemlich viele Menschen, die ziemlich viel Hilfe brauchen und das heißt oft ziemlich viel Geld. Wir unterstützen also ein Waisenheim in Chile, Hogar Esperanza. Wir haben Hoffnung, heißt das. Die Kinder da haben Schicksale, na, das würden sie kaum für möglich halten. Na, ich erzähle Ihnen das alles mal, wenn wir ein bisschen mehr Zeit dafür haben, wenn Sie wollen. Ja. Komm. Zeig. Ja, ich kann Ihnen natürlich kein gutes Wetter versprechen, ne? Das ist hier ein bisschen schwierig. Apple a day keeps the doctor away. Schonen Sie sich. Passen Sie gut auf ihn auf. Sensible Männer neigen dazu, ganz plötzlich vor der Hochzeit noch mal krank zu werden. Hochzeitsangina. Gibt's das? Ja, natürlich. Wir Männer sind doch das schwache Geschlecht, hm? Oder? Also, tschüss, bis weiter. Ja, jetzt kommt Ronaldo! Ich bin so glücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben, nicht? Ich auch. Hey,
ich. Ach, Ronaldo, gut, dass du kommst. Ich muss was mit dir besprechen. Ja, ich auch mit dir. Ich habe einen ganzen Sack voller Probleme. Erstens, Abschied Rumpelmeier muss geplant werden. Begemann will wissen, was mit der Nachfolge Küchenchef zu tun ist. Ich bin morgen einen Tag nicht da. Ich glaube, es ist was Ernsteres. Ich bin ja auch gerade eben erst gekommen. Frau Gerdes hat mir die Post hingelegt und da finde ich das hier von Hansson. Was ist das? Das ist das Ergebnis neuer Planungen unserer Zentrale in Stockholm. Aber pass mal auf. Gelten die folgenden Punkte für alle Hansson-Hotels in Europa einheitlich. So, und jetzt kommt's. Aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation sind die Erträge nicht so, wie sie sein sollen. Ja, aber Hotels kaufen. Ja, und so weiter und so weiter. Ist einer der entscheidenden Punkte die Einsparung von Personal. Dazu gehört, dass es die Funktion des Direktionsstellvertreters künftig nicht mehr geben wird. Bereits bestehende Verträge werden nach Rücksprache mit den Personalabteilungen und in Abstimmung mit der schwedischen Zentrale aufgelöst. Das gilt insbesondere für London, Basel, Hamburg. Kannst du mir das übersetzen? Ja. Hansson will, dass du entlassen wirst. Aber du hattest doch schon häufiger Vorbehalte gegen diesen Hansson. Ja, aber da war sicher auch gekränkte Eitelkeit dabei. Hansson ist einfach nicht so nett, wie er scheint. Und das hat mir Soltan damals schon gesagt. Soltan fand mich ja nachgerade naiv, dass ich überhaupt versucht habe, Hansson zu beeinflussen. Das ist auch so irre, weißt du. Und das kommt mir jetzt alles so. Als dieser eklige Winkler damals alle Leute aus dem alten Hansson-Hotel entlassen hat, weißt du, wie er sein Programm nannte? Nee. Ritsche Ratsche. Au, au. Tja, man müsste ein Gesetz gegen Menschenverachtung erfinden. Und da habe ich Hansson gesagt, helfen Sie mir. Helfen Sie mir und Ihren Mitarbeitern. Und, wie hat er da reagiert? Das ist nicht meine Sache. Sache der Direktoren, Personalentscheidung. Da mische ich mich grundsätzlich nicht ein. Aber eingemischt hat er sich doch. Ja, das meine ich doch. Ich habe das Gefühl, das ist seine Rache, aber seine Rache gegen mich. Ich bin doch bei dir. Du hast doch mich. Ist auch gut so. Ich habe das Gefühl, es kommt in der nächsten Zeit eines auf mich zu. So. Kommst du klar, Marie? Ja, ja. Das ist doch wirklich Wahnsinn, was man für ein Baby alles braucht. Und dann auch nur für so kurze Zeit. Die wachsen ja so schnell, da kannst du zuschauen. Aber nicht heute ein Gesicht. Na, solche Großeltern wie uns, die gibt's doch gar nicht. So nett, so verständnisvoll, so großzügig. Sag mal, halt das nochmal. Ich fühle mich gar nicht wie eine Großmutter. Irgendwie. Ach, scheiße, bisschen kacke Arsch. Lass das bloß nicht Vivian hören. Du, warte, ich helf dir. Hallo, Heike. Guten Abend. Hallo. Ich habe euch überhaupt nicht kommen hören. Klar. Auch wenn du auch sämtliche Türen zu hast. Gott, was ist das denn? Du hörst ja gar nicht, was mit der Klasse ist. Ich war gerade oben, die Kleine, die schläft. Das ist Babywäsche, Windelberge. Kinderwagen. Mit der besten Federung, die es zurzeit gibt auf dem Markt. Guck mal. Sagt die Fachverkäuferin. Ihr seid total lieb, aber ihr spinnt doch. Oder? Pass mal auf. Ist der nicht süß? Sie hat ein halbes Dutzend. Für dich noch ratzfatz dreckig. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass sie von Anfang an so verwöhnt wird. Es tut mir leid, aber ich finde das hier alles überhaupt nicht nötig. Das ist nur die Grundausstattung. Ja, eben. Ja, wenn schon, möchte ich das selber aussuchen und selber entscheiden. Hier, zeig mal hier. Siehst du? 20% Polyester. Ja, das ist scheiße. Babys vertragen sowas nicht und sie kann eine Allergie davon bekommen. Ihr seid total lieb, dass ihr mir helft, aber es ist immerhin noch meine Tochter. Und nicht eure, um das mal ganz klar zu sagen. Pass mal auf, du hängst hier unten über deiner Doktorarbeit und kriegst um dich rum nichts mit. Und das finde ich scheiße, um es mal so klar auszudrücken. Nur streitet euch doch nicht schon. Wer streitet denn? Kein Mensch. Geh mal nach oben, nach der Lüttenkuchen. Tut mir leid, aber dieses Muttertiegel-Glucke von Marie nervt. Ja, ist gut, Hannelöhrchen. Ich ruf dich morgen an. Tschö, tschö. Jetzt lassen wir uns, aber nicht mehr stören. Erich. Elisabeth. Ich hab dir gleich gesagt, der Hund will rein. Den ganzen Abend im Garten. Lass Fortuna doch bellen.
Hallöchen. Ich kann das Tier nicht leiden lassen. Aber mich. Das ist echt ein Sau. Ja, das stimmt. Mann, wenn die mich linken, dann hau ich einen Sack und mach mich selbstständig. Jetzt warte erst mal ab. Morgen, Schmolli. Morgen, Jan. Good morning. Good morning. Also, ich will hier auf keinen Fall einen Affenaufstand. Soweit ich weiß, plant Herr Schäfer auch nur einen kleinen Umtrunk. Gott sei Dank. Diese ganze verlogene Scheiße verbitte ich mir. Ich gehe in Pension und tschüss. Ermüdung mit Kollegen und ach, was sind wir nicht alle traurig? Mach ich mein Ei drauf. Meine Menschlichkeit kriege ich zu Hause, da kriege ich die. Und auch nur da verteilen Sie die, nicht wahr? Was soll das heißen? Biegemann! Herr Doktor! Dass Sie ja nun hier nicht gerade als besonders menschlich bekannt sind. Aber Sie! Korrekt, Herr Rumpelmeier. Korrekt heißt mein Zauberwort. Sie sind Dutcher. Das weiß doch der ganze Kasten hier. Also bitte. Was kriege ich zum Abschied? Eine goldene Hanshorn-Anstecknadel mit kleinem Brillanten, 0,2 Karat. Eine Urkunde. Ach du Scheiße, ja. Also wenn ihr mir die gebt, die könnt euch einen Hut stecken oder sonst irgendwo hin. Meine Geld. 1.500 als Sondergratifikation. Davon einen Teil, müsste ich nachschauen, zum halben Steuersatz. Ah ja, hier ist es. Und sozusagen Geldwert, 3 Übernachtungen in einem Hansen-Hotel Ihrer Wahl. Ach du Schande. Das hier ist die Bewerbung Ihres Schwiegersohns. 1A. Beste Zeugnisse. Gute Häuser. Nur, dass ich das nicht unterstützen werde. Spinnen Sie. Was Besseres kann dieser Hütte doch gar nicht passieren. Schäfer will doch immer wieder junge Talente. Und der Küche allen, na wie sagt er, neuen Touch geben. Touch! Touch, das kriegen Sie mit meinem Schwiegersohn. Für mich ist das keine Frage, Herr Rumpelmeier. Da braucht sich Ihre Familie, Sie vor allem, keinen Illusionen hinzugeben. Ich bin dafür, dass Uwe Holthusen das endlich wird, Küchenchef. Das ist ein begabter junger Mann, der es verdient hat nach all der Schinderei unter Ihnen. Der soll mal schön Zuchef bleiben. Damit ist er gut bedient in seinem Alter. Da war ich längst nicht so weit. Ihr Sesselpuppe habt doch gar keine Ahnung von unserem Job da unten. Das entscheide immer noch ich, wer das macht. Immer noch ich. So, und jetzt gehe ich zu Schäfer und will das festmachen. Das kriegen Sie nicht durchgedrückt, Herr Rumpelmeier. Alles geht nicht mit Gewalt. Ich hab gerade angerufen. Ach, immer diese Katastrophen mit euch. Hey, Erich! Die heiraten! Elisabeth, bitte! Moment! Also bin ich jetzt tüdelig oder du? Die sind doch verheiratet. Erich, kirchlich. Endlich, jetzt hat alles seine Ordnung. Und ich kann das schöne Kleid anziehen, das mintfarbene, mit den goldenen Knöpfen. Ich muss sofort das Hannelöhrchen anrufen. Die fällt um, sag ich dir. Was schallt da denn, Novelle? Ich sag ja nicht, dass deine Tochter deine Grabmutter ist. Ich sag nur, dass sie nicht das richtige Verhältnis dazu hat. Die Rolle der Mutter muss mir schließlich auch was lernen. Morgen, Robert. Morgen, Doris. Ich will ihren Doktor machen und bald eine Karriere an der Uni an. Guten Morgen in Auckland. Ich habe das Gefühl, das Kind ist ja dabei nur im Weg. Ich muss rauf. Schönen Tag dir. Für dich auch. Good morning. Good morning. May I help you? Yes, please. I have a reservation on my name. Yes, what's your name, please? It's the form.
Hansen Palace Hamburg, guten Tag. Ach übrigens, Uwe will einen Kochkurs mit uns machen. Er hat Schäfer schon gefragt und hat ja gesagt. Nur Rumpelmeier. Mault noch rum. Ach der, mault doch immer. Ja, sag mal, wann wollen die denn mit uns einen Kochkurs machen? Das Restaurant ist doch jeden Tag bummvoll. Außerdem kann ich kochen. Er will halt was Besonderes machen. Asiatisch oder so. Er hat gesagt, Mittwochnachmittag wäre am besten. Mm. Herr Schäfer wird sich bedanken, wenn wir ja Mittwoch alles stehen und liegen lassen und einfach die Flocke machen. Morgen, die Damen. Guten Morgen. Hallo, Katja. Hallo, Herr Schäfer. Frau Gerdes. Ich hätte gerne gleich Frau Frohwein bei mir im Büro. Aber Frau Frohwein ist doch heute nicht da. Guten Morgen. So, ja. Dann den Begemann. Herr Dr. Begemann, gerne. Ja. Katja, sagen Sie, wie geht's denn so im geschrumpften Schreibpool? Super. Die beiden helfen ja auch noch toll mit. Ja, also, sobald ich Zeit habe, kümmern wir uns um neue Gardes. Herr Dr. Moment bitte. Und den Tee bitte. Ihr Tee, Herr Schäfer, steht bereits auf Ihrem Platz. Ich habe ein kleines Stöfchen gekauft, da bleibt er schön heiß. Frau Gerdes. Herr Dr. Begemann, Sie möchten bitte umgehend zu Herrn Schäfer kommen. Ich würde auch viel lieber hier arbeiten. Mit euch zusammen. Du Arme, wird der Wolf alleine fertig werden? Ja, Veralein, weißt du denn gar nicht? Die beiden sind doch wie Tim und Struppi seit neuestem. Wir sind per Du inzwischen. Möchte einmal wissen, wie du die Wolf gebändigt hast. Das sage ich dir aber nicht. Das bleibt das Geheimnis zwischen Wilma und mir. Wilma? Das passt irgendwie. Wer hat das denn bestellt? Willst du dir Pfefferminzi kochen oder was? Das hier ist Ingwer und die Minze dazu sind für die Hühnersuppe. Hühnersuppe mit Ingwer? Bist du doof? Das ist euroasiatisch. Also, solange ich hier Küchenchef bin, ja, wird die Hühnersuppe ohne Ingwer und ohne Pfefferminze gekocht. Euroasiatisch, diese Boden. 113, 117, 2 mit 43. Wo bleibt der Lachs? 113, 117, 2 mit 43. Wo bleibt der Lachs? Na los, kommt in die Hufe. Ich werde den umbringen. Ich lasse mir meine Personalentscheidung nicht von anderen vorschreiben. Nicht von Hudson und schon gar nicht von einem Küchenchef. Aha. Ja, ich habe das notiert. Moment. In der Küche. Ich gebe das morgen früh sofort an Frau Frohwein weiter. Die müssen weg da, die Kisten. Da kann man drüber fallen und ich bekomme wegen eurer Schlappigkeit noch Ärger. Also ab in den Kühlraum damit, zack, zack. Herr Hobelmeier, ich muss mit Ihnen reden. Vollblusen Sie auf. Herr Schäfer, wissen Sie, wie spät es ist? Zum Palieren habe ich eigentlich gar keine Zeit. Das geht ganz schnell. Sie, Herr Rumpelmeier, Ihre Verdienste um die Hanson-Küche in allen Ehren, haben keinerlei Befugnisse, Personalentscheidungen zu treffen. Schon gar nicht, wenn es Ihnen darum geht, einen Verwandten hier reinboxen zu wollen. Hat Begemann wieder intrigiert? Begemann hat gar nichts. Ich habe. Und zwar entschieden. Uwe Holthusen, Sie werden Nachfolger von Herrn Rumpelmeier. Ach, so geht das hier. Ja, so geht das hier. Dann packe ich sofort meine Koffer. Das würde ich sehr bedauern. Das kann man mit mir nicht machen. Ich hatte Herrn Holthusen schon vor einem Jahr, was ist noch länger her, versprochen, dass er Küchenchef wird, wenn Sie gehen. Dann kann er gleich übernehmen. Kann er gleich übernehmen. Ich melde mich krank. Ja, nur regen Sie sich nicht auf. Er beruhigt sich wieder. Diesmal glaube ich nicht. Schaffen Sie das hier? Ja. Ja? Ja. Gut. Viel Glück. Also Leute, an die Arbeit. Guten Tag. Gott, wie klein. Wie niedlich. Wie heißt er denn? Das ist eine Sie. Vivien. Vivien Ursula Marie. Du kleine Schnucki. Lalalala. Kulu, 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 kulu. Fährt die Mama mit dir spazieren? Großmama. Großmama? Sind Sie Großmama? Ja, also, ist die Tochter meines Mannes aus erster Ehe. Steht Ihnen aber gut. Danke. Kinder sind ein Glück. Eine Wonne. Ja.
mussten. Schönen Tag noch. Ja, ich komme mit. Ich habe heute Nachmittag mit Professor Engelke telefoniert. Das durfte ich doch, oder? Du darfst hier zu Hause alles halten, das weißt du doch. Er meinte, es wäre eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Ich habe dir schon mal gesagt, mach es. Und Vivian? Vivian? Vivian kommt mit. Mhm. Lehrauftrag, dann meine Doktorarbeit fertig schreiben, das Land bereisen, die Maoris besuchen und das alles mit einem Baby auf dem Rücken. Nein, das geht nicht. Man muss sich entscheiden im Leben. So ist das. Ja, so ist es wohl. Tut mir leid, dass ich dir da nicht helfen kann, Heike. Ich bin so froh, dass ich im Moment hier wohnen kann. In Berlin würde ich mich völlig verloren fühlen. Ja, dann räum du mal deinen Kram. Ich kümmere mich ums Abendessen, okay? Papa? Ja? Für alles, dir und Marie. Danke. Ich bin gern dein Vater. Morgen, Volker. Morgen. Letzten Mal, was? Ja. Ich gehe dann. Ja, danke. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Schürzen an. Eins, zwei, Dankeschön. Drei. Danke. Hallo, Herr Rumpelmeier. Hallo. Letzter Tag, was? Nur noch meine Sachen zusammen. Alles Schluss. 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 Das ist ein komisches Gefühl, ne? Ja. Ich stelle mir das total ätzend vor. So viele Jahre malucht man nur und dann. Dann sind sie auch noch sauer auf den Laden hier. Schäfer hat mich angerufen. Er will nach der Hochzeit mit mir noch mal essen gehen, hat er gesagt. Naja. Und die anderen? Die anderen, ja, die wollen doch von mir nichts mehr wissen. Mit denen habe ich doch alles verdorben. Die armen Vögel. Das ist überhaupt nicht dran. Elfie, liegt die Wachtel in den Breta, ja? Also ich esse die nicht. Ich auch nicht. Na, nur hab dich nicht so. Die haben Selbstmord gemacht. Ja, das ist ein bisschen kleiner. Sehr du kannst das Gemüse in den Bock tun, das übrigens heiß. Okay. Hey Leute, hört mal, ich habe gerade mit dem Rumpelmeier geredet und der steht total geknickt im Personalraum und keiner ist da, der ihm Tschüss sagt. Und da hatte ich so eine Idee. Wie wäre es, wenn... Das nenne ich ein Abschiedsessen. Da kann ich mich beruhigt zurückziehen. Wunderbar, Junge. Wunderbar. Muss Abbitte leisten. Euroasiatisch.
euroasiatisch. Especially for you, Mr. Lumpelmeier. Especially for me. Ich sage auf Wiedersehen und schönen Dank auch. Ich komme mal gelegentlich mit meinem Schwiegersohn vorbei. Vielleicht kann sich bei dir was abgucken. Also Herrschaften, es war eine nette Idee von euch. Heute Nacht garantiert kein Auge zu. Wieso denn? Vivien schläft doch fast die ganze Nacht durch. Unser Wunderkind. Vor Aufregung, Mensch. Ist dir nicht so heiß? Willst du es machen? Ich frag ja nur. Ja, nun streitet euch doch nicht am Vorabend. So, hier. Heike? Hm? Hör mal, ich möchte dich was fragen. Marie, hörst du auch zu? Also, es ist nur eine Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist eine Lösung, die allen Beteiligten zugutekommt. Ja, wie dir auch. Ja, ja. Großer Durst, was? Jetzt bin ich aber gespannt. Wenn er so umständlich anfängt, dann wird's eine Riesengeschichte. Also Marie und ich haben natürlich im Hotel jede Menge zu tun. Aber mit vernünftiger Organisation lässt sich alles timen. Ronaldo, ich würde wahnsinnig gern um 12 im Bett liegen. Ich möchte es nur mal erwähnt haben. Ja, gut. Heike, wie wäre es, wenn du nach Neuseeland gehst, diese Arbeit an der Uni in Auckland annimmst? Ich habe dir aber gesagt, dass... Und du lässt Vivien bei uns. Ich meine, wir wären nicht die ersten Großeltern, die ein Enkelkind großziehen. Zumindest bis du dich sortiert hast, was weiß ich. Und wenn du es nicht mehr aushältst, die Sehnsucht, dann kommst du eben wieder zurück. Das lässt sich alles zurückdrehen. Stimmt's, Vivi? Moment mal. War nur eine Idee. Ich habe eine wunderbare Idee. Das würdet ihr tatsächlich für uns tun wollen? Mhm. Und ihr meint, das ist richtig. Richtig für Vivien? Nein, ich find's gut. Wirklich.
Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich glaube, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, ja? Sebastian, beeil dich, wir müssen los! Sex am Morgen, du kriegst garantiert nichts mehr auf die Reihe. Du bist so aufgeregt, als würdest du heiraten. Wo ist eigentlich meine Kette? Ja, da, auf dem Tisch. Hoffentlich kommt dieser Hansson nicht auch. Gibt's noch irgendwo Kaffee? Das ist wirklich das Letzte, was ich jetzt wollte, mit dem darüber zu diskutieren, warum ich gekündigt Danke. Habe. Wo ist das Geschenk? Im Auto. Oh, ich hasse den. Ich bin so froh, dass ich unabhängig bin. Wirtschaftlich wenigstens. Lass mal, ich suche mir schon was. Ach, Sebastian, komm, bitte, wir müssen los, wir schaffen es nicht mehr. Wir schaffen das. Bist du? Ja. Gott vertraut euch einander an. Er will eure Ehe schützen und segnen. Bekennt euch nun dazu vor Gott und dieser Gemeinde. Ich nehme dich, Marie-Louise Schäfer, zu meiner Ehefrau und verspreche dir, die Treue zu halten in guten wie in schweren Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Ich will dich lieben und achten, solange wir leben. Ich nehme dich, Ronaldo Alexander Walter Schäfer, zu meinem Ehemann und verspreche dir, die Treue zu halten in guten wie in schweren Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Ich will dich lieben und achten, solange wir leben. So tragt denn diese Ringe als Zeichen eurer Verbundenheit. Möge eure Liebe, wie dieser Ring, kein Ende haben. Ooh. Mm-hmm.
Gott segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Troubles away, yeah.